Los, jetzt komm. Like an Enderman. Komm, wir gehen hinten lang, Pferd. Und das ist gerade blöd. Was? Durch den Zaun zu rennen. Creeper. Oh. Ja. Ja. Nee. Falsch. Komm, explodier schon. Bist du da im Wasser? Ja. Gut, dann kann ich da hier langlaufen. Alter, ich mach das jetzt anders. Ja, bau einfach den Zaun auseinander. So, Pferdchen. Komm, Pferd. Oh, guck mal, mein Pferd. Was ich dir geholt habe. Jetzt bauen wir schnell den Zaun wieder hin. Dani, ja? Du darfst das Pferd behalten. Oh, das ist aber lieb. Falls ich darauf reiten kann. Oh, es läuft weg. Kann mal einer hier den Zaun... Chani, werf mal den Zaun raus. Gib mal her. Warte. Ich hab das Ding hier. Sai, kümmere dich mal um das Skelett da hinten. Das schießt Chani an. Da. Hey. Ah, Pferd, bleib hier. Hör auf, Sai hinterher zu rennen, du Mistvieh. Es liebt mich. Halt die Fresse. Ach, niemand lebt nicht. So, du kannst es abmachen, Tani. Das ist in Sicherheit. Macht man das immer rechtsklick wieder, ne? Ja. Sollen wir jetzt mal testen, ob man das führen kann, während einer drauf sitzt? Ich guck gerade. Moment. Ah. Kann man sich eigentlich jetzt da draufsetzen auf ein anderes Pferd? Zeig, geh mal runter. Also. Ich will mal testen. Ach cool, ich kann mich auch draufsetzen. Also kann es auch Tandys Pferd sein. Das gerade ein Pfeil in der Brust hat. Ach nee, das ist Zeit, der ein Pfeil. Warte mal, ich nehme das mal. Ja cool, ich kann das Pferd ziehen. Also wenn einer... Genau, da kann einer von uns hier mit Pfeil und Bogen arbeiten, während der andere mit dem Pferd wegrennt. Ja. Coole Idee, wa? Guck mal, jetzt haben wir unsere ersten Pferde. Ich will die mal füttern. Ich habe eine Kartoffel. Wie geil. Gleich erstmal einpflanzen. Ich hol mal eben ein bisschen Weizen, dann peppeln wir die wieder auf. Ja, ich gebe dem einen gerade hier, wo ist es da, einen Apfel. Kann ich eigentlich von einem... Jo, ich kann von einem Pferd aufs andere hin. Das sieht voll lustig aus, wie Tani da so am Rumwackeln ist, das Pferd wird überhaupt nicht. Nee, es wird nicht so wirklich. Aber ich versuche den gerade einen Apfel zu geben, aber irgendwie funktioniert das nicht. Fressen die keine Äpfel? Doch, aber nur schon. Ja, könnt ihr mal von dem Pferd runtergehen. Ach nee, muss man das nicht hinschmeißen? War das nicht irgendwie so? Eigentlich, ich weiß nicht, warte. Ich habe jetzt einen Apfelpferd. Ja, ich habe den, glaube ich, eingesammelt. Nee, habe ich nein, nicht. Ich dann hat das Pferd. Ja, den eingesammelt. Okay, warte. Ich werf den so einen Heuball hin. So ein Heuldings. Tani, geh mal da weg. Ah, jetzt hast du das Heu eingesammelt. Hier, friss das Heu. Zeig, geh mal von dem Pferd runter. Irgendwie kriegen wir das nicht hin. Ja, mit Shift vielleicht. Das muss man manchmal, wenn man Kisten an Wände macht, aber. Ach so, nee, dann kommt man ins Pferdeinventar. Dann kann man den Rüstung anziehen. Pferdeinventar? Moment. Ja, wenn du Shift drückst und aufs Pferd klickst. Dann kannst du da die Rüstung anziehen und wenn du. Du kannst den auch Kisten geben, diesen Maultieren, dann kannst du den Sachen zum Tragen geben. Aber keine Ahnung, wie man die füttert. Müssen die überhaupt gefüttert werden? Nee, die sind auch voller Lebensenergie. Aber das meins hat mehr Lebensenergie als das andere. Ich will das Schwarte wieder haben, das war cool. Stimmt, das eine hat mehr als das andere. Ja, die haben eh auch andere Schnelligkeitswerte und so. Also, damit kann man richtig Pferderennen machen. Okay. Cool, jetzt haben wir Pferde. Hey, wir können sie nicht reiten, weil die keinen Sattel haben. Mich würde mal interessieren, wie viele Pferde man gleichzeitig an eine Leine nehmen kann. Ein dicker Hals und ein dicker Hintern, super.
Hallo? Wollen wir noch mehr Pferde holen? Ach, die wollte ich gerade angreifen. Können wir machen. Wir oh, ich habe nur noch ein Pferden Seil. Gehen? Wie viele Seile ich hast hab du noch? Ich habe 14. 13. 13 Seile? Und ja, jetzt müssen wir so 13 Pferde versuchen zu schleppen. Ja. So, ich glaube, die Schwarzen, die waren die auch sind da hier hinten. Ich weiß, dass die da sind. Aber ja, die Pferde sind jetzt lang. Meinst du die ersten, die wir gesehen ja, haben, ja, oder die zweiten? Die ersten. Sei, nimm dir bitte ein Schwert mit. Kann man die Pferde denn züchten? Ja. Okay. Dann kriegen die auch andere Fellfarben. Und womit? Weiß ich nicht. Das habe ich mir nicht durchgelesen. Oh Mann, ey, kannst du nicht lesen, ey. Ich habe eine Tür eingesammelt. Das ist wahrscheinlich das Erforderte. Oder, wollt ihr nicht die Pferde... Ja, ihr könnt doch die Pferde holen und ich baue hier erstmal wieder alles zu. Du kannst... Ja, genau. Du baust es zu und dann baust du einen Stall. Genau. Also ich mache erstmal die Creeper-Löcher weg und ihr holt dann die Pferde. Ja. Du weißt ja, auf dem, dass du sitzen kannst, das ist auch meins. Habe ich, gesagt, dass ich müde bin? Willst du schlafen gehen? Das ich bin noch voller Energie. Merke ich. Ich muss morgen eigentlich früh hoch, aber... Achso, ja, Tani, ich tu mal in die Zeugkiste die Tür und so ein Scheiß, alles was okay, ich da gesammelt hab. Ja, wie gesagt, dann holt, du weißt ja dann, welches Pferd meins ist, das wirst du ja testen. Ja. Sei, kommst mit? Wir holen nur noch die Pferde, dann hören wir auch, glaube ich, auf. Okay. Tani, kannst du uns nochmal die Dings geben, die Leinen, die du hast? Kannst du mir ich hab zwei. Eine hab ich. Und ich die mache ich mal hier so. Ja. Hab ich jetzt in der Nähe von dem. Ich bin hier. Sehe ich schon. Sei? Was? Ist runtergeschubst werden? Hier hast du noch 6 Leinen. Yay, jetzt hab ich 8. Hast du ein Schwert? Ich hab sogar 2 Schwerter, die noch einen Schlag machen können. Ich muss mir noch ein Schwert mitnehmen. Warte, Moment. Ich leg euch mal ein Eisenschwert in die Truhe. Ich leg euch mal kurz mein Eisenschwert in die Truhe, ja. Ja. Das könnt ihr euch nehmen. Ich nehm das mal mit, weil mein Schwert sieht nicht mehr so ganz gut aus. So. Sei, wo bist du? Hier. Ja, nein, in nicht in real life, im Spiel. Ach da. Wir müssen hier über den Berg. Über die 7 Berge, so den 7 Zwergen? Ja. Die sind ein bisschen weiter weg, die Pferde. Und die sind in solchen Bunkern eingepfercht. Weil waren die Ersten. Haben wir gesagt, bevor die wegrennen, fangen wir die lieber ein. Ne, Tani? Yep. Jetzt sind die da die ganze Zeit in so Sandsteinbunkern eingepfercht. Okay, das heißt, wir müssen erstmal nach Pferden graben. Ja. Wir können den Pferden auch übrigens die Rüstung anziehen, die wir da gefunden haben. Mhm. Diamantrüstung und Goldrüstung, wie geil eigentlich. Kann man die eigentlich mit Rüstung reiten? Ja, müsste man, ne? Theoretisch, ja, aber praktisch. Du brauchst bestimmt Sättel und Rüstung. Ja. Oh, Blümchen. Wir sind hier nicht zum Blumenpflücken. Jetzt schon wieder dunkel. Ja. Mein Gott, wo müssen wir lang? Also auf jeden Fall müsst ihr eine Weile schwimmen bei den Ersten, glaube ich. Nee. Oder? Also letztes Mal sind wir geschwommen, da haben wir doch die Hunde verloren. Ja, da gibt's aber auch einen Landweg. Wir sind ja irgendwie über Land dahin gekommen. Sei, bist du noch da? Nein. Auf hier rumzugehen, das ist ja voll deprimierend. Deprimierend? Ja. Alter. Ohrdoch? Oh, wie kommt man hier hin? Ohrdoch, genau, Ohrdoch. Jetzt wäre hier voll Jump'n'Run-Action. Oh, hier kann man rüber. Rüber. Ah, hier ist voll... Stimmt. Und hier sind keine Bäume. Ich würde mir gerne ein Floß bauen. Boah, Sai, lass zurückgehen. Wir müssen uns erstmal ein Boot bauen. Also lauf zurück. Gerade ruhig hoch. Ja, ich bin auch gerade über den Berg geklettert. Mann, hier ist überall behindertes Wasser. Ich will nicht durchs Wasser.
Wann verstehst du das endlich, Spiel? Ich grab mich hier ein, warte auf dich. Ja, mach irgendwas, was du willst. Eigentlich wollte ich nochmal die Nacht schlafen, weil Tiny kann auch nicht bauen, aber wenn du unbedingt da irgendwo in so einem Erdloch sitzen willst, dann müssen wir halt die Nacht noch durchmachen. Ich stehe auf Erdlöcher. Du stehst eh auf Löcher, ne? Ja. Alle. Ich will nicht, ich will keinen Berg erklimmen, ich will mich einfach... Boah, wir müssen unbedingt einen Tunnel hier durchbauen, Tani. Yep, auf jeden Fall. Lass uns das mal machen. Ja. 10 Folgen unendlicher Spaß im Tunnel bauen. Kann ich ja nächstes Mal machen. Brauche ich erst was im Tunnel. Das kann ich gut. Ja, du kannst gut hässliche Sachen bauen, ich weiß. Nein, einfach nur ein Tunnel. Einfach nur ein Loch, meinst du? Ja. Da ist ein Creeper runtergefallen. Geh weg. Geh weg. Wie gut, dass wir hier oben Werkbänke haben. Boah, Alter. Oh, hier ist eine Birke. Eine halbe. Boah, Alter. Ja, das nervt mich gerade voll. Na, jetzt ist meine Spitzhacke kaputt. Meine Axt. Verdammte Axt. Der Creeper, der ist verzweifelt, weil er auch nicht den Berg hochkommt. Ich komm gleich wieder, Sai. Ich bin da, wo die zwei Skelette um den Kackstift rumlaufen. Zwei Skelette um den Kackstift rumlaufen? Ja, ein dicker Kackstift. Sai ist ein Kackstift. Nein, ich habe mich in einem dicken, mächtigen Kackstift eingeschlossen. Ah! Spinne. Habe ich mich gerade verjagt. Ja, ich glaube, das sind genug Boote. Hoffe ich. Auf Wisch. Jetzt renne ich. Und sie rennt und rennt und rennt. Oh, sehe ich ein Creeper. Kostenlose Sprengpulver. Sind so viele Viecher. Ich hasse Viecher. Dann solltest du nicht Minecraft spielen, sondern Cube World. Ach, ich hasse kannst dieses alles ich will töten. Ja nicht. Hier kann ich auch alles töten. Nein. Alles, was sich bewegt, kann ich töten. Tani kannst du nicht töten. Ja, das könnte sie aber einstellen. Ich schlag dich kaputt mit meiner Streitaxt. Und jetzt fahre ich mit meinem Boot weg. Lass dich zurück. Okay. Ich überfahre jetzt den Zombie. Nee, lieber nicht. Nachher knall ich noch dagegen. Du müsstest. Hast du mich veräppeln? Echt mal, was war das denn jetzt? Hast du das gesehen? Ich hab's gesehen. Ich guck hier auf deinen Bildschirm. Ja, ich weiß. Wo bist du denn? Ganz oben auf dem Berg. Ja, da komm mal runtergesprungen ins Wasser. Sag mal in die Himmelsrichtung. Richtung Wasser, ne? Westen. Wir müssen Richtung Westen, ja. Weht der Wind vom Westen, klebt Röhris Arsch am besten. Er freut sich. Ja. Ein Dorf für 500 Zombie. Los, komm schnell. Ja. Wo bist du denn runtergefallen? Warum stirbst du so oft? Du bist ein Kerl. Muss ich dich jetzt wieder herporten? Nein, Deathbomb. Ist doch gerade beim Haus. Ich hab dich hier, hab deine Sachen eingesammelt. Okay, dann. Jetzt kannst du dich porten, wenn du willst. Ich kann dich nicht porten, ich werde von einem Zombie angegriffen. Nicht von einem Skelett. Ich porte dich sofort, wenn ich einen Moment Ruhe hab. Kein Problem, mach und wenn du willst, wie du willst, so schnell wie du willst und wie du willst halt, ne? Tee, ne? Dein Name ist so lang, das ist total scheiße. Ja, ich kann ihn nicht verhindern. Ich will es zeigen schreiben. Gab's bestimmt schon, sonst hättest du den nicht so lang gemacht. Nein, zeig gerade Person, ist halt nur ein kompletter Name. Ich ärgere gerade einen Creeper. Wo bist du? Hier steht, du bist zu mir. Ach, du bist ja unter Wasser. Deine Mutter ist. So, hier, pass Wasser. Auf, hier hast du deine Sachen wieder. 2 Schwerter.
rauskommen. Yeah. Die Hälfte der Leinen. Und ein Boot. Und noch ein Boot. Oh, ich habe gerade einen Creeper mit einem Pfeil und Bogen gekillt. Ja, hier ist das zweite Boot. Du bist ein Naturtalent, Hanni. Ich baue mir eben... Oh! Oh, stirb! Hallo, wartest du mal auf mich? Du fährst in die voll falsche Richtung. Ich hab das Boot nur hingesetzt und dann ist das schnell weggeschwommen. Dann hab ich da so mit einer Hand noch, mit einem Finger noch so rein, so. Ah. Ja, ja. Das sagst du jetzt nur, um mich zu beruhigen. Nö. Ja, wohin denn? Richtung Westen. Ja, ist doch richtig. Ja, natürlich. Und wieder ein Creeper erledigt mit dem Pfeil und Bogen. Du bist ja ein Meister.